Peace, Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video von Aquatic. Ich habe letzte Woche, ich habe gestern einfach keine Zeit gehabt, sorry dafür. Und wie ich gerade getrampt bin, habe ich gesehen, dass da hinten richtig viele Schildkröten sind, Alter, yo. Lol. Ich hätte es aber auch gerade, doch, die sind noch hier. Dann holen wir hier kurz das Seegras. Wo ist es? Hier ist es. Dann können wir nämlich wieder mal Schildkrötenbabys machen. Und dann haben wir nämlich immer Schildkrötenschalen, wenn wir sie brauchen. Kann nie genug davon haben. So, da sind sie. Wäre jetzt nice, wenn wir beide bekommen. Hey, spinne doch. Ja, danke. Wir müssen die da hinten holen. Komm zurück. Schildkröte. Okay, ich hab die Schildkröten, nice. So. Nice. Irgendwann will ich nämlich dann Schildkrötentränke machen. Und was weiß ich, was man alles machen kann. Ich glaube, das war's sogar. Ich glaube, so weit wird das Projekt nicht kommen, weil ihr wisst ja, ich mache dann auf der View halt Aquatik. Ja. Ich habe mit meinem Freund auf der Playstation Minecraft gespielt. Habe ich die Schildkröten vermehrt. 3-mal habe ich sie vermehrt. Und ich habe keine Eier bekommen. Ja. Und hier habe ich sie auch vermehrt und ich habe auch keine Eier bekommen. Ja. Das war ziemlich blöd. So, kommt bitte mit. Wenn ihr einmal die Schildkröten gefüttert habt, dann habt ihr für immer gewonnen, weil dann kommen die immer wieder. Warte mal, ich halte kurz eine aus der Aufnahme, vielleicht geht es dann besser. Ich glaube, jetzt geht es ein bisschen besser. Na, ist die zu fett? Springen. Genie. Dann bauen wir halt die Stufe ab. Auch kein Problem. Ui. Das geht aber nicht so ganz, dass ihr zu dritt Kinder macht. Das geht nicht. Nee. Ich habe jetzt auch in letzter Zeit nicht gespielt. Also Aquatic offline, also ich habe nicht offscreen gespielt. Ich hatte einfach keine Zeit und ich hatte keinen Bock drauf und ja. Ich zwing mich nicht zu dem, was ich nicht will. Ich lock die hier nach hinten, dass sie da hinten die Eier legen. Das war mir jetzt immer ganz praktisch. Kommt zu mir. Kommt zu Luca. Okay, hier müsste es passen. Dann füttern wir dich. Und wir füttern dich. So, und jetzt bekomme ich dann auch XP. Habe ich die XP bekommen? Ja, dann lassen wir mal die Schildkröten sein und Kinder machen. Ich muss hier wieder einen. Die Blöcke habe ich übrigens von der einen Schatzkiste bekommen. Das ist richtig cool aus der Block, finde ich. Ich habe 4 Blöcke von dem. Ihr könnt mal schreiben, was ich aus dem bauen könnte. Hier müssen wir nachfüllen. Warte mal, ich nehme das hier gleich raus. So. Hey. Okay, nice. Packen wir das hier rein. So. Und das nehmen wir auch raus. So. Den Steetang packen wir wieder da rein. Ah, Seegras, sorry. Und das gebrannte Platzprobleme am Start. So und so.
Ich freue mich schon, wenn ich meine Farm habe. Dann habe ich so viel Platz. Ich muss wieder offscreen farmen gehen und was weiß ich alles. Erde bringen wir mal hier hin. Machen wir mal hier hin. Ja. Jetzt gucken wir mal, ob wir schon Eier haben. Drückt mir alle die Daumen. Okay. Okay, ich werde schon langsam nervös. Vielleicht sind sie hier. Ja, Mann! Wie viele? 2 oder 3, ich sehe es nicht. Es hat geknackt. Ups, ich bin drauf getreten. Ups. 2 Schildkröten-Eier. Ist jetzt nicht das Beste, wenn man 4 bekommen kann, aber Digga, besser wie 1. 2 Schildkröten sind wieder 2 Schalen. Das ist nice. 2 Schildkrötenschalen sind 2 Schildkröten. Ich bin happy über alles. Bei 1 wäre ich sad, aber bei 2 ist alles okay. Ah, leck doch nicht so. So, wir laufen. Bra. Machen. Haben wir Zuckerrohr schon? Nee. Oh, ich weiß, wie wir einen Platz sparen können. Wir machen so. Ne, warte. So. So. Ne. So. Leute, warum kann ich die Fackeln nicht aufeinander stecken? Warte mal, ich kenne vielleicht einen Trick. So, so. Ich bräuchte mein Brot vielleicht. Und der Rest ist jetzt nicht so wichtig. Und so können wir das hier mal reintun. Wenn wir nämlich die ganze Fackeln hier droppen, dann gehen die meistens zu einem Block zusammen. Ich hoffe, dass es jetzt auch so ist. Anscheinend doch nicht. Ja, nice. Ah, jetzt, es hat geklappt, es hat geklappt. Nice, nice, nice. So, wir trinken jetzt hier mal die ganze Milk aus. Wir warten, wo ist die letzte? Hier ist die letzte. Nice. Und dann trinken wir mal und dann haben wir schon 2 Plätze gespart. So. Nice. Okay, dann machen wir so, so, so. Und das machen wir hier rein. Dann können wir auch schon Seetang wieder reinmachen, oder? Nee, schade. Und was, aber weißt du, was wir können? Wir können das hier so machen und das hier so machen. Und dann können wir das so machen. Und Seetang schmeißen wir hier mal rein. Das brennt so schnell, Alter. Machen wir kurze Pause. So viel Brennstoff, ich nehme das erstmal als Essen. Aber hier habe ich auch nochmal 40. Also insgesamt 40. Darum kann ich das leider nicht mehr. 40 ist zu viel. 36 ist okay. Ist okay. So, dann müsste es auch schon fertig sein. Nice. Und noch der Fisch. Und dann haben wir auch schon wieder mehr Platz. Ah, ich muss Holz holen. Wo ist mein Holz? Hier. Zack. Dann machen wir gegen hier. Gegen das. Gegen hier. Nice, bestes Deutsch ever. So, machen wir da. Ach so. So, so und so. Genau. Können wir nämlich auch schon ein Laboratorium oder wie auch immer das heißt machen. Leckt gerade bisschen Matsch. Es liegt halt an einer bisschen blöden Stelle, aber Kopf hoch. Ah, müssen wir größer machen. Müssen wir größer machen. Viel größer machen müssen wir hier.
zum Glück sind das ist der Vorteil bei zwei Schildkröten. Man muss nicht so viel Platz verwenden. Übrigens, die Magma-Blöcke, was ihr da drüben vielleicht seht, die Klugen von euch haben ja schon gecheckt. Aha, er hat Magma-Blöcke. Die habe ich auch vor dem, was ich euch eingeblendet habe. Ich glaube, wir haben zu wenig Holz. Ja, gut. Den Block hier könnten wir eigentlich noch eins höher machen. Reicht der Platz, ist jetzt die Frage. Er müsste reichen. Machen wir hier mal hin und dann holen wir nochmal Holz. Oh mein Gott, war das knapp. Oh, es hat geknackt. Habe ich eins zerquetscht? Oder ist was geschlüpft? Keine Ahnung. So. Ist auch schon das Holz. Das Tropenholz darf ich ja nicht vercraften. Dann bin ich der größte Blödmann ever. Habe ich dann erst auf nur ein Holz genommen. Das schaff nur ich, Alter. Das schaff nur ich. Ich wüsste nicht mal, wie das geht, wenn man eins nimmt. Aber das kann nur ich schaffen, Alter. So, craften wir mal ein bisschen Holz. 17 müsste reichen. Das Problem wird, wenn wir den Aquisator craften, wir brauchen dann noch so ein Atlantik, es ist so etwas, ich weiß nicht wie das heißt, so ein, na jetzt fällt mir der Name nicht ein, na ihr wisst schon, so ein Unterwassertempel oder wie auch immer das heißt, brauchen wir noch. Dass wir die Dingsbums-Dinger bekommen. Dingsbums-Dinger? Nice. Deutsch ist am Start wie immer. Kennt man ja von Neverlook. Wir bräuchten noch die Prismarin. Genau. Das Prismarin brauchen wir noch. Den Aquisator craften können. So, die müssen es hier schön warm haben. Haben so kein Dach. So Luxus haben wir jetzt auch nicht, aber haben sie wenigstens warm. Fackel hier rein. Das kommt hier rein. Das kommt hier. Das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Das Sand kommt wieder in den Ofen. Ja, Leute, das war's auch schon mit dem. Na wohl, das war ein bisschen zu kurz, oder? Ich habe Schildkröten vermehrt. Wir angeln noch einmal. Ich sehe, ob ihr liked oder wenn nicht liked. Wenn ich etwas anderes wie einen normalen Kabeljau bekomme, habt ihr entweder geliked, habt ihr nicht geliked, aber mein Video geguckt. wenn ich was anderes wie ein Kabeljau fange, habt ihr geliked. Und ja. Ihr entscheidet. Ich hab's verkackt. Es geht nicht so leicht. Komm doch, du blöder Fisch. Komm. Oh, ihr habt heftig geliked. Leute, das muss in dem Video. Wir können uns jetzt fast einen Aquisator craften. Danke, dass ihr geliked habt und ciao.